Kreuzberg, Prinzenbad am Mittag. Trotz Andrangs und hoher Temperaturen entspannte Stimmung. Ausweiskontrollen und zusätzliches Sicherheitspersonal wirken, so das vorläufige Fazit der Bäderbetriebe, die zwar erst zum Ende der Saison offiziell Bilanz ziehen wollen, sich aber jetzt schon etwa mit der Videoüberwachung im Eingangsbereich sehr zufrieden zeigen. Es gab keine großen Nachfragen, keine großen Beschwerden. Also das hat zur Deeskalation der Situation aus unserer Sicht sehr deutlich beigetragen. Und zufrieden sind wir auch mit dem personalisierten Einlass, der aktuell erfolgt über die Ausweiskontrolle. Und das wird sicherlich ein Modell sein, das wir im nächsten Jahr weitermachen. Weniger Spannungen und weniger Gewaltvorkommnisse haben jedoch ihren Preis. Allein im Juli gaben die landeseigenen Bäderbetriebe allein für den Wachdienst im Prinzenbad 91.000 Euro aus. Für alle Berliner Bäder zusammen werden die für die Saison eingeplanten 1,5 Millionen Euro vermutlich nicht reichen. Die Bäderbetriebe wollen nun versuchen, mögliche Mehrkosten an anderer Stelle einzusparen, heißt es. Das heißt, sie kommen ohne weitere Finanzspritzen des Senats aus. Das kann ich noch nicht garantieren. Im Rahmen der Haushaltsberatungen jetzt im Abgeordnetenhaus haben wir jedenfalls schon mal auf das Risiko gestiegener Kosten und einem Risiko auch für den Landeshaushalt hingewiesen. Ist also mehr Senatsgeld für die Bädersicherheit nötig? Die zuständige Innen- und Sportsenatorin äußert ihre wörtlich Erwartung, dass die Bäderbetriebe ihren Auftrag erfüllen. Zitat: Als Koalition werden wir den Berliner Bäderbetrieben dabei ganz klar zur Seite stehen und unseren Beitrag leisten. Etwas konkreter der Koalitionspartner. Wir sind fest entschlossen, die Sicherheit auch in den kommenden Jahren zu gewährleisten. Und was das kosten wird, ist zweitrangig. Notfalls unterstützen wir auch aus dem Landeshaushalt. Das haben wir noch nicht entschieden. Aber auf eins können sich die Berliner und Berliner verlassen, nämlich dass die Sicherheit in den Bädern gewährleistet wird. Und dafür werden wir sorgen. Mehr Frieden im Bad könnte sich auch im Landeshaushalt rechnen. Etwa durch weniger Aufwendungen für Polizei und Justiz bei der Verfolgung von Randalierern.